Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Nightfall. Ich hasse Clowns. Ja, Freunde, und deswegen würde ich sagen, dass wir einfach mal direkt starten. Und zwar fangen wir mal mit etwas richtig Lustigem an. Und zwar habe ich bei dem guten Sef gesehen, Grüße gehen raus, dass man hier in diesem Spiel ein Ei in die Mikrowelle machen kann. Aus welchem verdammten Grund auch immer. Aber das Beste kommt noch. Nicht, dass sich die Mikrowelle nicht dreht. Nee, Moment, wartet drauf. Das Ei platzt einfach, Freunde. Und wenn ich jetzt aufmache und ich möchte noch ein Ei reintun, ja? Moment, Moment. Und zwar ein weißes zum Beispiel. Ich sollte die Sauerei zunächst sauber machen. Okay, das heißt, ich wische das mit dem Lappen weg. Und dann bietet mir das Spiel die Möglichkeit, aus welchem Grund auch immer, ein weiteres Ei reinzumachen und wieder drauf zu drücken, ja? Keine Ahnung, welchen IQ wir in dem Spiel haben, aber scheinbar ist er nicht allzu hoch. Und natürlich stecken wir uns den Lappen wieder ein. Und wisst ihr was, weil es so lustig ist? Gleich das nächste Ei. Und ja, es gibt auch hier noch eine Pizza, Leute. Und die Pizza, die machen wir uns jetzt. Weil wir haben Hunger. Versteht ihr? Wir haben Hunger. So, zack. Angemacht. Eine Pizza im Gefrierschrank. Die war auch schon aufgetaut. Oder wir haben sie jetzt mit Folie reingeschoben. Juckt auch an der Stelle überhaupt keine Sau. Oh, hier. Guck mal, ich habe einen Schlüssel gefunden. Der lag hier direkt rum, der Schlüssel. Das ist doch echt gut. Also, wenn das nicht mal gut ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Ich denke mal, das ist jetzt zu dieser Tür da hinten. Können wir hier eigentlich mal das Licht anmachen? Vielen Dank auch. Kann ich noch raus? Nö, da ist zu. Oh, yes. Ich mache das Licht an. Heilige Mutter Gottes. Okay, da ist zugesperrt. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was entdecken wir hier Schönes? Okay, wir haben eine Zange. Keine Ahnung. Lasst mich raten. Dieses wunderbare Dreirad fängt jetzt alsbald an, selbst zu fahren. Kann ich die Garage nicht aufmachen? Na gut, okay. Hier haben wir auf jeden Fall richtig geile Paddel. Damit können wir uns auf jeden Fall selbst verteidigen. Und für die Taschenlampe haben wir jetzt wohl auch genug. Also, was sollen wir hier finden? Okay, das müssen wir aufbekommen. Ist da vielleicht eine Pistole oder sowas drin? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man könnte auch einfach das Haus in die Luft jagen. Würde keinem schaden. Außer vielleicht unserem hiesigen Begleiter, der mir überall hin nachläuft. Aber unsichtbar natürlich. Kann ich aber immer noch nicht raus. Dann durchsuchen wir mal die feinen Räumlichkeiten. Wird auf jeden Fall Spaß machen, wenn auf einmal irgendjemand im Spiegel zu sehen ist. Alleine schon dem Umstand geschuldet, weil wir kein Spiegelbild haben. Aber hey, ich möchte mich an der Stelle ja überhaupt nicht beschweren. Kann hier aber auch immer noch nicht raus, ne? Vielleicht wäre der Schlüssel da auch gegangen. Nee, glaube ich nicht. Ich bezweifle es zutiefst. So, gucken wir mal eben, ob die Puppe noch da ist. Hallo, Puppe. Na? Alles Klärchen im Popöchen? Ah, kann ich damit das Telefonica reparieren? So, das Kabel ist wieder dran. Hoffen wir, dass es funktioniert. Oh ja, Baby. Hier ist der Polizeinotruf. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hallo? Mein Name ist Victoria Miller. Ich bin in meinem eigenen Haus eingesperrt und... hier gehen merkwürdige Dinge vor. Hallo? Können Sie mich hören? Ja, ich bin hier und ich höre Sie. Bitte, ich brauche Hilfe. Hallo? Hallo? Diese Leitung ist nur für Notfälle gedacht. Das ist ja auch ein Notfall. Bitte, ich brauche Hilfe. Bitte, rufen Sie nicht erneut grundlos hier an. Mist! Hallo? Edeltraut? Bist du's? Edeltraut? Oh Mann, ich hasse diesen Clown. Okay, ich glaube, das war Snake Gaming oder so, der das gesprochen hat. Und den ganzen blöden Abend bin ich durch das Viertel von Indian Hills gekurft, um festzustellen, dass die Störung von einer Oberleitung ausgeht. Irgendein Komiker hat tatsächlich den Verteilerkasten für die Telefone zerschmettert. Wer klettert den Mast hoch und macht sowas? Der Clown? Den ganzen Abend konnte niemand telefonieren. Alter, das ist so eine... Ist das so eine Zeitschleife? Am nächsten Morgen bei Tageslicht reparieren. Entweder es war nur ein Fall von simplen Vandalismus oder jemand wollte gezielt verhindern, dass Telefonate in Onion Hills durchgeführt werden. Mein Gott! Der Spielstand wurde gespeichert!
Noch 7 Stunden bis Tagesanbruch. Na, ich bin ja mal gespannt, Freunde. Da saufen wir doch erstmal was. Ist die Pizza fertig? Ich hab Hunger. Die Pizza ist noch nicht fertig. Okay. Gut, alles klar. Kann ich vielleicht jetzt nach draußen gehen? Ich meine, ich muss ja den Verteilerkasten reparieren. Selbstverständlich nicht. Wieso auch? Na, warum? Wieso? Da ist die Küche. Da war ich doch gerade drin. Ach, mach doch die Tür. Da mach sie halt nicht zu. Dann mach sie halt eben nicht zu. Da ist auch noch zu. Gut, schauen wir mal, ob hier irgendwas vor sich geht. Hallo! Ibims, der Detox. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Okay, ich denke mal nicht, dass es dieser Verteilerkasten ist, der gemeint war. Nun dann, keine Ahnung, was wir tun sollen. Auf jeden Fall gehen in unserem Haus seltsame Dinge vor. Aber der Polizist hat uns ja nicht gehört. Für was sind eigentlich die Toiletten da? Hier passiert eigentlich gar nichts. Sie bellt laut, wenn ein Gewitter kommt. Aber lass Molly in Ruhe. Aha. Okay, ich verstehe. Ich verstehe immer mehr. Er möchte uns hier mit Zetteln irgendwie ganz schön lumpen, würde ich sagen. Aber wisst ihr was? Wir lassen uns nicht lumpen. Na, Freunde, der Raum hier ist auch sehr zweckmäßig eingerichtet. Ach, dieses beruhigende, lustige, kleine Gefühl. Oh, Molly bellt. Kann ich raus? Ich kann aber nicht raus. Okay, vielleicht muss ich oben irgendwas gucken. Vielleicht muss ich oben irgendwas gucken. Vielleicht muss ich ja... Molly? Bist du's? Molly! Hallo? Nö. Dein Maul, Beethoven! Ich kann das auch, ja? Ich kann auch noch was anderes. Ja, Molly? Hund, Molly? Machen wir mal eine Kerze an fürs Ambiente. Molly, mein liebes Hundilein. Alter, wird das lauter? Hallo? Okay, kein Dunst, was ich machen soll. Echt nicht. Ich weiß nicht, aber ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal nach unserem Dildo. So, die Nachricht hier war ja schon da. Ansonsten dürfte sich hier ja nichts mehr befinden, was von Interesse ist. Dann würde ich sagen, gucken wir mal ins geheiligte Schlafzimmer, wenn die Tür mal zugehen würde. Vielen verdammten Dank auch. Oh! Na, du bist aber ja ein schönes Ding. Sieht man das auch im Spiegel? Sieht man das im Spiegel? Okay, auf dem Stuhl steht eigentlich eine Tasche und eigentlich... Ja, okay. Gut, hab schon verstanden. Ja, egal. Egal! Nein, danke. Meine Beine zittern auch so schon genug. Ja, ich weiß. Drum habe ich's ja gemacht, du alte Kudu. So, gehen wir hier mal rein. Schauen wir mal. Ist jetzt irgendwas anderes? Nö. Beethoven? 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 Ich weiß gerade nicht, was wir machen sollen, aber wir sollten vielleicht mal nach Fred gucken. Vielleicht geht's Fred nicht so gut. Kann ja alles möglich sein. Ja, Fred ist in seinem Platz. Das ist alles in Ordnung. Hier hat sich wohl soweit nichts verändert. Dann gucken wir mal, ob diese Puppe hier noch da sitzt. Ja, selbstverständlich. Bin gespannt, wann sich diese Mistpuppe selbstständig macht. Mist. Mist. Oh mein Gott, kann ich das auch mal machen, weil es so lustig ist? Mist. Mist, verdammt Mist. So ein Müll. Ne, so ein Müll. Zünde Kerzen. Molly? Molly? Nee, ey. Was war das denn? Der Clown war extrem lustig, Freunde. Okay, ich habe nun keine Angst mehr. Der Clown ist mein Freund. Was ist mit meiner Pizza los? Ist die fertig? Die Pizza ist... Alter Mann, das ist die 8-Tages-Pizza, oder? Der ist immer noch zu. Das ist doch nicht dein Ernst. Also der Clown hat, was ich ja nicht lustig finde, Molly scheinbar den Hund massakriert. Aber der Clown sah ziemlich witzig aus. Oh, ist das neu? Knochenbrüche, Amputationen, offene Wunden. Ich habe schon viele Verletzungen bei Vierbeinern gesehen. Aber bei Molly, dem Hund der Harsons... So etwas ist mir noch nie untergekommen. Sie wäre an inneren Verletzungen gestorben, wenn ich sie nicht eingeschläfert hätte. Oh. Als ich den Hund geöffnet habe, fand ich im Magen etliches Besteck vor.
Messer, Gabel, Löffel, sogar einen verdammten Dosenöffner. Wie ist das dort hineingelangt? Der Hund hätte das unmöglich schlucken können. Zuerst kam mir der Gedanke, dass die Harsons den Verlust ihrer Kinder an Molly ausgelassen haben, aber als ich ihren Mageninhalt mit eigenen Augen gesehen hatte, hier war etwas am Werk, was ich nicht begreife. Ich werde aber etwas anderes in den Befund schreiben. Eine Infektion oder so etwas. Sonst erklärt man mich noch für verrückt. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Alter Schwede, Mann, was hat der denn mit dem Hund gemacht? Noch 6,5 Stunden. Oh nee, das Licht fängt an zu flackern. Das ist nicht gut. Ich schätze mal, nach diesem Part wird das Licht ausgehen. Ich hab's im Gefühl, ne? Dorothea, ich hab's im Gefühl. Gut, so gucken wir mal nach der Pizza. Das war lecker. Oh ja, und jetzt noch eine richtig nice Coke. Moment, ich will eine kühle. Ich will eine kühle Coke. Hallo? Ja. Oh, schön. Wirklich, wirklich, wirklich ausgesprochen schön. Vielen Dank. Es regnet immer noch. Es schüttet wie nochmal was. Aber davon lassen wir uns nicht beirren. Hier hängt auch wieder dieser wundervolle Zettel. Ich denke, wir kommen immer noch nicht raus. Nein. So, gucken wir mal, was hier so abgeht. Wie immer nichts. Keine Ahnung, was da drin ist. Sollte ich nicht irgendeinen Schaltkasten reparieren? Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung. Okay, wir sind die Ruhe selbst, Freunde. Oh Gott. Ich glaube, ich mache lieber die Fenster auf. Vielleicht besucht er mich dann ein bisschen früher. Hallo. Ich gehe jetzt die Treppe hoch. Ich bin's der Detox. Hab ich dich. Hab ich dich. Hab ich dich. Ne? Gucken wir mal. Hab ich dich. Verdammt. Ich weiß, dass du da drin bist. Hab ich dich. Och Mensch, warum stellt der Clown denn immer überall hier so blöde Puppen hin? Na gut, na gut, na gut. Die Quintessenz dieses Standes hier gerade ist mir jetzt nicht so... Ja, ein wahres Puppenfest hier, Leute. Ein richtig, richtig schönes Puppenfest. Also ich meine, ich finde es schön an der Stelle. Ich habe so viele Kerzen. Die kann ich hier auch anzünden. Das macht ja nichts. Ich komme aber immer noch nicht raus. Ich habe keinen Dunst, was hier abgeht. Bin gespannt, wann in der Küche mal was rumsteht. Ja, dann haben wir schon... Nein. Das brauchst du jetzt nicht lesen. Ist in Ordnung. Brauchst du nicht lesen. Hallo? Hat da jemand jetzt die Haustür aufgemacht? Oder ist da hinten jemand rein? Man weiß immer nicht, wo man gucken soll. Ah. Hier hat wohl jemand sich einen Spaß erlaubt und die Büchlein rausgeräumt. Na, das ist aber toll. Hast du mir auch einen Zettel dagelassen? Du kleiner Fratz. Das ist lustig, müsst ihr euch vorstellen, der Clown, der läuft hier mit einer Machete rum und stapelt Bücher. Richtig fresher Typ. Oh, der läuft. Ich bin es nochmal. Mittlerweile müsstest du eigentlich da sein. Geh doch mal bitte ran. Ich mache mir langsam ein wenig Sorgen. Ja. Schatz, bist du da? Nein. Scheinbar. Warte, Eva, nicht. Leg nicht auf. Ich bin sofort da. Du gehst doch gar nicht. Okay. Ruf mich bitte sofort zurück, wenn du das hier hörst. Eva, warte. Nicht auflegen. Oh, wow, Alter. Guck mal, wie groß wir sind. Doch ein Witz. Mist. Doch ein schlechter Witz. Sag nicht so oft Mist, sonst muss ich irgendwann kotzen. Hallo. Wo ist denn der Zettel? Hast du mir irgendwo noch den Zettel hingelegt? Kleiner Clown, ich hasse dich. Ich hasse dich. Hallo, Schatz. Ich bin's. Ich dreh langsam durch. Ich steck schon Eier in die Mikrowelle. I don't know what to do, my friends. I hate this game. I hate this game so much. I can't describe it. Because I hate this game. Hier zieht's ein bisschen. Hier zieht's langsam ein bisschen. Halt dein Maul. Mann. Wo muss ich hin, meine lieben Leute? Wo muss ich hin? I know you are here, my friend.
Hello, my little friend. Mein Gott, Alter. Wie viel Aufmerksamkeit soll ich denn noch erregen, hä? Soll ich vielleicht überall mal das Licht ausmachen? Ist es das, was du möchtest? Da hast du dich aber getäuscht. Oh. Ich kann dich kontrollieren. Deine Beine? Deine Arme? Deinen ganzen Körper? Oh, das klingt pervers. Ich bestimme, wann du dich bewegen kannst. Okay. Du musst nur genug Angst haben. Du wirst schon sehen. Ich habe keine Angst. Dein Spielstand wurde gespeichert. Ich habe keine Angst. Ja, Freunde, noch 6 Stunden und ich würde sagen, das war's dann erstmal mit einer Folge von The Nightfall. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein paar Däumchen da, abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und dann sehen wir uns bei einer nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, haut rein und tschüss.